wünschte, wir hätten einen besseren Start gehabt. Wir wären ein tolles Team gewesen. Immer diese Vision. Yes, of course. Yes, of course. Load it faster. Romeo 1, wir haben hier einen Voucher für Ihre Evakuierung. Over. Michael, du bist zurück. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Romeo 1 ist zurück. Hier, Funkprotokoll, da ist jemand stinkesauer auf seine Alte. Aber gut. Kann man verstehen, wenn die dafür sorgt, erstmal, dass sie einen aus der Pelle gepult hat. Nein, wie sagt man? Ja, quasi ungefähr dasselbe, aber ja. Vielleicht nicht ganz der Wortlaut. Vor allem aus der Pelle gepult. Oh, das ist herrlich. Ich kann auch manchmal über mich selber lachen, über meine Dummheit. So, wir folgen wieder den roten Spürchens hier. Ich habe leider keinen. So, was sagt er uns denn hier? Hacken wir mal. Das ist ja sehr hart verschlüsselt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Rocket Launcher? Und die... kann nicht mehr tragen. Aber die kann ich nehmen. Was ist das für ein Ding? Ja gut, da haben wir auf jeden Fall einen Schuss mit dem Rocket Launcher schon mal. Das ist ja schon mal eine feine Geschichte. Pfeile brauchen wir. Drücke Q, um den Panzermodus zu aktivieren. Wofür? Maximale Panzerung. Nö. Ja, sag mir mal, wofür ich die Panzerung jetzt aktivieren sollte. Mann, das sieht aber auch krass aus hier überall. Ich aus dem Grund die Panzerung aktivieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich gleich wieder ein bisschen mit dem Buggy fahren. Freue ich mich, da kann ich mich ein paar Meter überwinden mit. Die Munition, wir brauchen unbedingt Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja, das sieht hier auch schon sehr nett aus, muss ich mal sagen. Hey Bursche! Naja. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Prophet, verlege Romeo 12 an eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Ja,
bin raus. Self geortet. Sicherheitsabriegelung aktiviert. Gib mir mal deine Superwumme. Dann kann ich nicht mal den da hinten ausschalten, glaube ich. Hoffentlich. Obwohl, wem bekämpft der eigentlich? Gerade noch so gereicht. Halleluja. Da haben wir irgendwas, wo wir hin müssen. Das ist nochmal so eine Knarre. Was haben wir denn da? Tarnfeld aktiviert. Heftchen benutzen. Jetzt geht's ja los. In die IA. You drive me crazy. Ich würde sagen, old. Durch müssen irgendwie, aber so durch. Wahrscheinlich darf ich meine Superknarre hier nicht mitnehmen, ne? War ja ein easy kurzer Auftritt. Dafür, dass ich mit meinem Buggy da den einen Typen schon weggerotzt habe. Tja, man muss halt nur wissen, wie. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Dann schauen wir doch mal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder ein paar neue Pfeile. Nehmen uns aber erstmal diese Knarre hier mal mit. Komm her damit. Bist du derjenige, der das tragen kann, die alle, ne? Nicht? Nicht? Ah. Ach ja, wir haben noch so ein Schüsslein. Dann können wir erstmal die weiter mit uns rumschleppen hier. Auf der Seite scheint es nicht viel weiter zu gehen, auf der anderen vielleicht, ich weiß nicht. Also, ich hoffe nur, dass ich nicht wieder zurückfahren muss. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. So, an sich. Hallo? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ah, da hinten ist noch was. Was ich übersehen hatte, aber da oben. Wo war denn jetzt das Ding? Ja, aber auch da muss man doch irgendwie hinkommen. Aber hier war doch gerade irgendwo eine, so eine Karte nochmal gehabt hier. Informations. So eine kleine Diskette.
Oder auch nicht. Doch, da ist die Display. Hier, bei ihm. Was haben wir denn? Ich sehe einen Pinger! Am Tor! Lass keinen von denen durch! Roger! Ich erledige das selbst! Mist! Keine Munition mehr! Mach schon! Ladehemmung! Sichert mich! Sichert! Tja, er macht es selbst. Hat sich dann wahrscheinlich kurz vor seinem Ableben nochmal ordentlich in die Hose geschissen oder so. Ich weiß auch nicht, aber... So, irgendwie muss ich doch hier jetzt langkommen können. Das ist wieder sehr undurchsichtig, so eine fette Wand einfach so. Ja, geh mal da. Ah, vielleicht soll ich einfach das mal benutzen. Ja, macht natürlich Sinn, wenn man auch mal die Augen aufmacht. Sterne, mein Panzer! Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rushs Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Weitergehen zu müssen. Sind irgendwie leicht abgelenkt.
immer beschäftigt. Also da müssen wir auf jeden Fall rein. Oder auch nicht. Mal gucken. Also, aber ihr macht scheinbar noch nicht so wahnsinnig viel.